Als ich 2 Jahre alt war, sind meine Eltern mit mir nach Japan gereist. Und ich bin dann in japanischen Kindergarten gewesen. Und in der Schule war immer der einzige blonde Kopf zwischen all den schwarzen Köpfen. Und mit 9 Jahren bin ich dann mit meinem Bruder zusammen im Internat nach Singapur. Das waren 6000 Kilometer entfernt. Das war ein ganz starker Einschnitt in meinem Leben. Ich habe meine Eltern geliebt und für mich war das ein ganz schwieriger Schritt. Zuerst habe ich gedacht, das wird gut, neue Freunde kennenlernen und vieles. Und dann merkte ich auf einmal, wie hart das war. Ich habe manche Nacht mich in den Schlaf geweint. Ich habe Angst gehabt vom Verlassensein. Es kam ein Gefühl von Einsamkeit, auch eine Angst vor Trennung. Als ich dann viel später in Deutschland, in der Schweiz war, habe ich dieses Gefühl immer wieder erlebt, in den Momenten, wo ich mit Freunden zusammen war oder mit Kollegen, wo es wie tiefer ging im Gespräch, wo ich merkte, da bauen wir eine Beziehung, da wird es näher. Da hat es bei mir wie blockiert, da habe ich wie gemerkt, da kommt eine Angst, diese alte Angst in mir hoch, die Angst, dass ich die Person dann nicht mehr sehe und ich lebte damit. Der schwierigste Punkt eigentlich, wo ich gemerkt habe, wo bei mir wie der Boden unter den Füßen gerissen worden ist, ist der Moment gewesen, wo ich meine jetzige Frau Barbara kennengelernt habe. Mit der Zeit in der Beziehung habe ich wie gemerkt, dass diese Angst, das Gefühl, was ich mittlerweile so gut kannte, immer wieder hochkam, gerade in den Momenten, wo ich sie verließ. Und schon teilweise, wenn ich zu ihr kam, kam das Gefühl hoch, oh, ich muss sie bald wieder verlassen. Immer mit diesem Gefühl, dass sie mir weggenommen wird. Und ich konnte es gar nicht beschreiben. Es gab gar keinen Grund dazu. Wir verstanden uns gut. Und mit der Zeit kam wie so was Melancholisches, was Schwieriges auf die Beziehung. An einem Moment, wo ich spürte, die Beziehung, die geht in die Brüche, wenn es so weitergeht, bin ich so verzweifelt gewesen und ich bin in den Wald gerannt und es war alles dunkel und ich habe einfach geschrien. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und auch zu Gott habe ich angefangen zu schreien. Ich habe gesagt, Gott, hilf mir, wenn du da bist, hilf mir. Von Kind an habe ich an Gott geglaubt und ich wusste, er ist da. Aber in dieser Not drin habe ich wie gemerkt, wenn ich jetzt nicht Hilfe bekomme, dann geht das, was ich am liebsten habe, in die Brüche. Mir fiel ein, dass ich früher als Kind immer wieder in den Psalmen gelesen habe. Psalmen sind ja Lieder und Gedichte in der Bibel und damals hat mir es nicht so viel bedeutet. Und in dem Moment merkte ich auf einmal, ich soll einfach das anfangen zu lesen. Da bin ich nach Hause, habe angefangen, einen Psalm nach dem anderen zu lesen. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Auch wenn ich durchs dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und dann habe ich es gelesen und ich merkte auf einmal, das hat so eine Kraft bekommen. Ich spürte, wie dieser Gott, von dem die Psalmen sprachen, dieser Gott, der mir nah sein möchte, der mir helfen möchte, der gegen meine Feinde, gegen diese Gefühle, gegen diese Ängste kämpft, dass er direkt neben mir ist. Ich spürte auf einmal, dass er da ist, dass diese Worte, die dort drin stehen, Kraft haben, dass es real ist, dass das hier in meinem Leben erlebbar war. Das hat so einen Frieden, so eine Ruhe in mich reingebracht und ich spürte, wie Gott auch die alten Gefühle wie anfing zu heilen, wie ein Arzt anfing, diese Gefühle zu heilen. Mittlerweile bin ich jetzt mit meiner Frau 5 Jahre verheiratet und wir haben es so gut zusammen, haben 3 Kinder zusammen. Und ich merke in Momenten, wie zum Beispiel vor 4 Jahren, wo meine Schwiegermutter gestorben ist an Krebs, wo diese Gefühle wieder kommen möchten, diese Angst wieder kommen möchte, habe ich wie gespürt, dass diese Hand von Gott, diese Nähe von Gott da ist und dass alle Angst gehen muss. Für mich bedeutet das so viel. Weil ich einfach mit dieser Angst aufgewachsen bin, ist für mich dieses Gefühl, dass Gott da ist, dieses Bewusstsein, dass Gott nah ist, so wertvoll, so kostbar. Und mein größter Wunsch ist, dass meine Kinder mal und auch um mich herum Menschen wirklich auch diesen lebendigen Gott erleben dürfen, der da ist, der heilt, der befreit, der Neues schafft, wo man alle Hoffnung aufgegeben hat. Ich bin Matthias Langkanz und das ist meine Geschichte mit Gott.